Hier aus dem Weltnetz-TV-Hauptstadtstudio begrüßt Sie wieder Ihr Markus Schranz. Und ich spreche und bin stolz darauf, mit dem Bundespräsidenten, Herrn Ehrendoktor Joachim Gauck, um endlich einmal, darum bat mich das Bundespräsidialamt, gegen dieses Machwerk Stellung zu beziehen, das es sogar zum Bestseller gebracht hat. Das heißt Joachim Gauck, und dann fragt es frecherweise mit Fragezeichen der richtige Mann, erschienen in der Edition Berolina, und dort werden Sie, lieber Herr Pastor Gauck, als gnadenloser Menschenjäger von Linken dargestellt. Eine Frechheit, fürwahr. Ich war immer die Gnade selbst, sanft gerade zu den Einsichtigen. Wer versprochen hat, nie wieder etwas gegen die freie Marktwirtschaft zu machen, bekam von der Gauck-Behörde selbst als IM stets einen Persilschein. Aber nicht diese Unverbesserlichen, die den roten Terror des Marxismus gegen freie Banken und gegen das freie Amerika weitertreiben wollen. Die verdienen es auch nicht besser. Ich habe, als ich das Amt angetreten habe, versprochen, den Bolschewismus mit Sumpf und Stiel auszurotten. Ich will und ich werde. Ich darf mich nicht so aufregen, denn dann brennt immer mein Herz mit mir durch. Ich bin ein grundgütiger Mensch. Zu Ihrer segensreichen Zeit als Chef der Stasi-Verfolgungsbehörde fanden auch einige Menschen den Tod. Der Arzt Dr. Eckhard Ulrich brachte sich um, nachdem aus der Gauck-Behörde ein angeblicher IM-Name durchsickerte, der sich nach seinem Selbstmord als falsch erwies. Die Tochter des Kirchenmannes Günther Grusche nahm sich das Leben. Der Schriftsteller Jürgen Borchert tötete sich 2000 nach einer von ihrer Behörde mitinspirierten Medienkampagne. Zuvor erhängte sich der Lehrer Robert Dietzel, der Bundestagsabgeordnete Professor Rieke. Sie können gerne diese Liste weiter vorlesen. Sehen Sie, Herr Schranz, wir haben in Deutschland zwar die Todesstrafe abgeschafft, aber wer sagt denn, dass wir Menschen nicht etwas dabei behilflich sein können, wenn sie die Sinnlosigkeit ihres bolschewistischen Daseins eingesehen haben, um dann freiwillig aus dem Leben zu scheiden? Ich finde, für diese roten Streiche des Ministeriums für Staatssicherheit ist ein von Medien und Staat gemeinsam erwirkter Suizid die gerade humanistischste Methode. Mein Herz, verzeihen Sie, spricht schon wieder zu mir. Lieber Herr Ehrendoktor, sogar Ihre enge Freundin von der Süddeutschen Zeitung, Frau Constanze von Bouillon, behauptet, Sie seien in einem stramm organisierten Nazi-Haushalt erzogen worden, was Ihnen den Blick etwas verstellen würde. Ach was. Meine Mutter ist relativ spät in die NSDAP eingetreten, so 1932. Mein Vater ist noch viel später, nämlich 1934, dem Terror der sozialistischen bzw. nationalsozialistischen Machthaber leider erlegen. Deswegen habe ich ja so gegen die Stasi gekämpft. Weil sie nationalsozialistisch war? Schlimmer noch. Sozialistisch. Also die Buchautoren Blessing und Manteuffel erwähnen da immer einen gewissen Gerhard Schmidt, ihren Onkel, der als strammer Nazi-Pastor sie von Jugend an zum Antikommunismus erzogen haben soll. Alles Mitläufer, nur Mitläufer. Meine Familie, kleine Lichter. Mitläufer wie bei der Stasi? Mitläufer von links kann es gar nicht geben. Sehen Sie, Herr Schranz, vordergründig sind zwar rechte Diktaturen ähnlich wie linke. Die beiden Diktaturen, also Hitler, der Auschwitz und die Gaskammern hervorgebracht, und Honecker, wo Regierungsgegner unterdrückt und ausspioniert wurden,
sind ja einander ziemlich ähnlich. Aber zwischen den Linken und Rechten gibt es einen enormen Unterschied. Rechts, das ist sozusagen der menschlichen Natur nachgebaut. Wettbewerb. Der Stärkere frisst den Schwachen. Einer muss der Sieger am Platz sein. Die menschliche Seele ist dem Markte artverwandt. Die Konkurrenz ist gleichsam unsere Biologie. Die Nazis haben das nur etwas übertrieben. Deswegen konnten wir die klügsten Nazis, wie den Macher der Reichsrassengesetze, Herrn Dr. Klopke, auch in die Bundesregierung und die Führer der Deutschen Bank, die Auschwitz und einen Weltkrieg finanziert hatten, in die wirtschaftliche Führung nach 1945 wieder übernehmen. Links hingegen, das ist absolut widernatürlich. Der Kommunismus ist dem menschlichen Wesen zutiefst fremd. Diese erzwungene Friedfertigkeit, jede Elite wird in einem sanften Mehlbrei namens Solidarität erstickt. Aber bist du nicht willig, dann brauche ich die Stasi-Gewalt. Links ist der größte Selbstbetrug der Menschheitsgeschichte. Wir Menschen sind nun einmal Jäger und keine gleichgeschalteten Schafsköpfe. Also ist rechte Mitläuferei etwas zutiefst Menschliches, Normales. Das kommt so über einen. Der Mensch ist nun mal eine Bestie. Mein Herz, ach, ich bin zu ehrlich für die Politik. Also, was ich sagen wollte, linke Mitläufer kann es nicht geben, weil links muss man das Hirn gegen die menschliche Urnatur gewaltsam anschalten, brutal gegen sein eigenes Innerstes. Rotsein ist immer eine Vergewaltigung der menschlichen Seelenarchaik, jawohl, unserer Gene, wie sich der große Volksbiologe Thilo Sarrazin auszudrücken pflegt. Und genau dafür müssen diese roten Strolche eben bestraft werden. Dafür muss eben erbarmungslos durchgegriffen werden. Ach, jetzt spricht wieder mein Herz. Ich darf mich eben nicht so aufregen. Aber wer mal ein kleines Hakenkreuzchen getragen hat, kann immer auf unsere Nachsicht rechnen. Am 13. Dezember, Herr Ehrendoktor, demonstrieren hier vor Ihrem Schloss Bellevue Regimekritiker. Auch hier muss ich Sie korrigieren. Regimekritiker sind nur solche, die für die Marktwirtschaft demonstrieren. Also am Samstag, dem 13. Dezember, wollen die Pro-Russen der sogenannten Friedensbewegung hier gegen sie demonstrieren. Sie berufen sich sogar auf ihre eigenen Zitate, so hätten sie selbst in ihren Memoiren geschrieben, sie hätten erst 1945, also mit dem Einmarsch der Russen, zum allerersten Mal Gewalt erlebt. Aber davor waren KZs, war Weltkrieg, behaupten die Pro-Russen. Weltkrieg? KZs? Hab ich nicht gesehen, tut mir leid. Aber vergewaltigte deutsche Mütter, heimatvertriebene, tote deutsche Soldaten. Und daran wird man sich, wie ich durchaus kürzlich in meiner berühmten Hamburger Rede sagte, jetzt weltweit gewöhnen müssen, dass es da auch schon mal wieder deutsche Gefallene gibt, auch wenn das für unsere glückssüchtige Gesellschaft schwer zu ertragen ist. Verzeihen Sie die Sprache des Herzens, Herr Schranz. Na, wo ist er denn hin verschwunden? Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Herr Reichspräsident. Herzlichen Dank, Herr Doktor.